Und heute werde ich diese SSD-Festplatte in ein bestehendes Computersystem einbauen und anschließen. Dabei werde ich Stück für Stück vorgehen und alles möglichst genau zeigen. Neben der Hardware-Installation gehe ich auch auf BIOS-Einstellungen und Windows-Installationen kurz ein. Ich habe mir diese Solid-State-Drive-Festplatte online bestellt. Es handelt sich hierbei um ein günstiges Modell von Intenso mit 128 GB Speicherplatz. In meinem PC laufen mehrere Festplatten und diese SSD soll später lediglich das Betriebssystem und die Programme beinhalten. Für meine Belange ist diese Größe daher ausreichend. Natürlich kann man auch SSD-Festplatten mit größerem Speicherplatz erwerben. Gerade wenn sie in einem Laptop betrieben werden, wo nur eine Festplatte hineinpasst, ist dies sicher sinnvoll. Außerdem unterscheiden sich die vielen angebotenen SSD-Platten in ihrer Zugriffsgeschwindigkeit. Hier lohnt es sich nur dann, mehr Geld auszugeben, wenn die anderen Bauteile des Computers auch die höheren Zugriffsgeschwindigkeiten unterstützen. Zunächst nehme ich die Festplatte aus der Verpackung und prüfe das Bauteil optisch auf Fehler. Hier sind die beiden Anschlüsse zu sehen, wobei der schmalere der SATA-Datenanschluss und der breitere der SATA-Stromanschluss ist. Alle Kontakte sowie die Festplatte an sich sehen sehr neu und unbeschädigt aus. Dies sollte man vor Einbau überprüfen, da Fabrikationsfehler oder Versandbeschädigungen nie ausgeschlossen sind. Verglichen zu herkömmlichen Festplatten ist die SSD leichter, was gerade dem Einbau in tragbare Geräte zugutekommt. Die Windows-Installation wird nach dem Einbau der neuen Festplatte neu aufgesetzt. Bevor ich also die alte Festplatte abklemme und die neue einbaue, mache ich mir eine Liste der wieder zu installierenden Programme. Dazu rufe ich in der Systemsteuerung unter Windows Programme und Funktionen auf und notiere mir, welche Programme ich später wieder installieren möchte. Auf diese Weise vergesse ich nichts und mein System ist schnellstmöglich wieder voll einsatzbereit. Außerdem sichere ich natürlich alle Daten, die ich behalten möchte, zum Beispiel auf einen externen Datenträger. Jetzt ziehe ich zunächst alle Stecker von der Rückseite des Computers ab und nehme das ganze Gerät mit zu meinem Arbeitsbereich. Bei diesem Gehäuse handelt es sich um ein HT-PC-Gehäuse, was gut in einen Rack oder ins Regal passt. Die Gehäuseform ist für den Einbau der Festplatte nicht wirklich relevant. Es geht nur darum, das Gehäuse zu öffnen. Dazu muss ich in diesem Fall vier Schrauben lösen. Dies erledige ich mit einem Kreuzschraubendreher. Dann kann ich das Gehäuse öffnen. Hier sehen wir, dass bereits mehrere SATA-Festplatten verbaut sind. Das Gehäuse bietet insgesamt 6 3,5 Zoll Festplattenplätze. Hier in der Mitte ist noch genug Platz, daher möchte ich die neue Festplatte hier einbauen. So ohne weiteres lässt sie sich jedoch nicht anschrauben. Der PC hat ausschließlich 3,5 Zoll Plätze. Das bedeutet, es wird ein Adapterrahmen für die neue SSD-Platte benötigt. Den habe ich für wenige Euro gleich mitbestellt. Er wird durch die genormten Löcher im Schacht im PC eingeschraubt, doch vorher sollte man die Festplatte hier in der Mitte anschrauben. In diesem Rahmen können bis zu zwei Festplatten der Größe 2,5 Zoll eingebaut werden. Um die Festplatte samt Adapterrahmen nun einbauen zu können, muss dieser Stabilisierungssteg vorübergehend abgeschraubt werden. Außerdem lassen sich bei diesem Gehäuse die Festplattenschächte einfach entnehmen, was den Einbau natürlich erleichtert. Dazu löse ich die beiden Halteschrauben und entnehme den Schacht. Nun prüfe ich zunächst, wie herum der Adapterrahmen in den Schacht gehört, sodass hinten nichts übersteht und die Festplatte die Anschlüsse an der richtigen Seite hat. Jetzt kann ich die Festplatte mit dem Adapterrahmen verbinden. Dazu schiebe ich die SSD zwischen die Metalllaschen, richte die Schraublöcher genau aus und verwende die Schrauben, um die Festplatte zu fixieren. Jetzt kann die Festplatte mit dem Adapterrahmen in den Festplattenschacht geschoben und an den Schraublöchern ausgerichtet werden. Er steht etwas über, aber das ist richtig so.
Auch hier wird alles mit vier Schrauben befestigt. So sieht es dann aus, wenn die 2,5 Zoll Festplatte im 3,5 Zoll Festplattenschacht eingesetzt ist. Auf dieser Seite darf nichts überstehen, denn hier soll das Bauteil später wieder sauber am Gehäuse anliegen. Ich habe mir außerdem dieses neue SATA-Datenkabel mitbestellt. An einem Ende verfügt es über einen gewinkelten Anschluss. Das ist insbesondere bei geringen Platzverhältnissen von Vorteil, so auch in diesem Gehäuse. Da der Lüfter relativ groß ist, befindet sich zwischen der Rückseite des Blu-ray-Laufwerks und dem Lüfter nicht genug Platz für einen Standard-SATA-Anschlusskabel. Hier werde ich nun das Winkelkabel einsetzen. Jetzt setze ich den Festplattenschacht wieder in das Gehäuse und fixiere ihn mit den beiden Schrauben. Manchmal ist es ratsam, beim Einbau einer neuen Festplatte alle Anschlusskabel neu zu organisieren, da man sonst leicht den Überblick verliert. Also habe ich zunächst alle SATA-Kabel abgesteckt. Die SATA-Stromanschlüsse sehen so aus. In diesem Fall verwende ich einen Molex SATA-Adapter, um alle drei Festplatten mit Strom versorgen zu können. Nun geht es darum, alle drei Festplatten und das Laufwerk an das Mainboard anzuschließen. Auf dem Mainboard sind bis zu 6 Anschlüsse verfügbar, das passt also. Die neue SSD bekommt das gelbe Kabel, welches ich auf Steckplatz 1 setze. Die anderen drei Kabel stecke ich auf die Plätze 2, 3 und 4, wobei die Kabelfarben keine Bedeutung haben. Ich schließe nun das Strom- und das Datenkabel an die neue Festplatte an. Durch die Bauform der Stecker und Anschlüsse passen die Anschlüsse nur in eine Richtung und man kann hier eigentlich nichts falsch machen. Kabel mit Halteclip sorgen für zusätzliche Sicherheit. Jetzt schließe ich auch die beiden 3,5 Zoll Festplatten wieder an, denn ich möchte sie als Datenfestplatten weiterverwenden. Für eine Windows-Neuinstallation ist es bei einigen Systemen allerdings ratsam, alle anderen Festplatten außer die Systemfestplatte zunächst abzuklemmen und nach erfolgreicher Windows-Installation wieder anzustecken. Ansonsten ist es ohne Probleme möglich, herkömmliche Festplatten auf diese Weise mit SSD-Speichern zu kombinieren. Nun setze ich die Stabilisierungsstrebe wieder ein. Doch bevor ich das Gehäuse wieder schließe, resette ich das BIOS durch ein kurzes Herausnehmen der Batterie. Diese findet sich normalerweise auf dem Mainboard. Dies sorgt dafür, dass alle BIOS-Einstellungen auf Werkzustand gesetzt werden. Das erachte ich als sinnvoll, da die Einstellungen vorher für herkömmliche Festplatten optimiert waren. Ich schließe das Gehäuse und stecke alle Verbindungen wieder ein. Dann starte ich den PC und begebe mich in die BIOS-Einstellungsebene. Um dahin zu gelangen, können einfach die Anweisungen während des Startvorgangs beachtet werden. In diesem Fall also Press Del to enter Setup. Del steht hier für Delete, also für Entfernen. Also drücke ich Entfernen auf der Tastatur während des Startvorgangs. Andere Computer haben manchmal andere Befehle für diese Funktion. So gelange ich in das BIOS-Menü und tätige nun eine wichtige Einstellung für die neue SSD-Festplatte. Hier finde ich sie unter Chipset Southbridge. Ich stelle den On-Chip SATA-Type auf AHCI und die IDE Combine Mode auf Disabled. Mit diesen Einstellungen läuft die neue Festplatte in meinem Computer ohne Probleme. Ich möchte nun Windows von einer Original-CD bzw. DVD installieren. Dafür stelle ich sicher, dass im BIOS das Starten von CD-Laufwerk unter Boot eingeschaltet ist. Dazu wähle ich unter Boot Device Priority als First Boot Device das CD-DVD-Laufwerk aus. Jetzt lege ich die Windows-CD in das Laufwerk und verlasse das BIOS mit Save and Exit. Der PC startet neu und sollte nun von der CD starten. Falls nicht, kann auch das One-Time-Boot-Menü verwendet werden, um das CD-Laufwerk auszuwählen, in diesem Fall ATAPI-Laufwerk. Nun startet Windows mit der Installation.
Wenn ich nun hier die benutzerdefinierte Installationsart auswähle, sehe ich die neu eingebaute SSD-Festplatte. Es werden 190 GB angezeigt anstatt 128, das ist aber normal und beruht auf der Umrechnung von Megabyte zu Gigabyte. Ich werde diese Installation nun zu Ende durchführen und dann alle Einstellungen und Programme nach meiner vorher erstellten Liste wieder einrichten. Ein Kopieren der Betriebssystemdateien von einer herkömmlichen Festplatte auf die SSD-Platte, auch mit entsprechenden Tools, kann ich nicht empfehlen. Denn hier kann es durch die unterschiedlichen Datenformate immer leicht zu Komplikationen kommen. Im Nachhinein kann ich sagen, dass der Einbau dieser schnellen SSD-Festplatte eine enorme Verbesserung zur Folge hatte. Das Hoch- und Runterfahren des Computers, aber auch das Starten von Anwendungen geht wesentlich schneller vonstatten. Nun hoffe ich, dass dieses Video hilfreich war und freue mich natürlich über jeden Daumen hoch, jeden Kommentar und jeden Abonnenten. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.